Hallo meine Lieben, heute geht es weiter mit dem Steinbock. Der Steinbock ist das 10. Sternzeichen im astrologischen Horoskop und sein Planet ist der Saturn. Der typische Steinbock ist bodenständig, ehrgeizig, diszipliniert, pflichtbewusst, realistisch, vernünftig, vorsichtig, untreu. Und dies sind seine Schwächen. Er ist pessimistisch, starrköpfig, unnahbar, ungesellig, überstrukturiert und pedantisch. Und so verhält sich der Steinbock. Wie sein tierischer Artgenosse macht er sich auf den Weg nach oben, ohne zu straucheln, wohl überlegt und ohne Furcht. Doch bald merkt er, dass es nicht so einfach ist und ihm nichts in den Schoß fällt. Bedächtig und Schritt für Schritt bahnt er seinen Aufstieg und der ist ihm nie zu steil. Dafür lässt er sich zäh und ausdauernd Zeit. Da er ehrgeizig und pflichtbewusst ist, kann der Steinbock erst entspannen, wenn er sein Tagespensum geschafft hat. Allerdings ist Teamwork nicht sein Ding. In der Liebe wirkt der Steinbock unnahbar und unterkühlt. Kennt man ihn aber näher, merkt man schnell, dass man ihn falsch beurteilt. Er ist sehr vorsichtig, denn er will nicht enttäuscht werden. Hat er aber die Lage sondiert, wird er aktiv und kann herzlich und zuvorkommend sein. Dann ist sein Urteil positiv und er kann eine echte Perle sein, wenn er seine Scheu abgelegt hat. Treu setzt er sich für seine Lieben ein. Was braucht der Steinbock zum Glücklichsein? Er erwartet nicht viel. Bescheiden beschränkt er sich auf das Wesentliche, wenn er eine stabile Grundlage für eine funktionierende Leidenschaft haben will. Allerdings kommt er auch sehr gut allein zurecht. Sein eigenes Heim ist seine Basis, von da aus sucht er sein höchstes Glück. Mit ihm kann man eine lebenslange Freundschaft haben, die sich allerdings auf Gegenseitigkeit beruhen muss. Gegenseitiger Verlass ist hier der Grundsatz, denn Gefühlsduselei liegen ihm nicht. Der Steinbock ist ein ruhiger Typ und will nicht im Vordergrund stehen. Das, was man ihm anvertraut, bleibt garantiert bei ihm. Geradlinigkeit ist ihm wichtig und Heimlichkeiten mag er nicht. Sein Lebensmotto ist: Ich übernehme Verantwortung und die leiste ich. Das nächste Sternzeichen ist der Wassermann. Bis dahin, in Liebe, eure Deria.